The Adventure Company, a vision of Nordic Games. Und King Art Games! Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen das seltsamerweise von mir schon längst vorbestellte, ohne dass ich mich daran erinnern konnte, The Raven Legacy of a Master Thief. Ja, das Spiel ist, wie ich gerade schon angekündigt habe, ganz pompös von Nordic Games, die ja auch The Book of Unwritten Tales gemacht haben, was ich zugegebenermaßen nicht gespielt habe. Ich weiß also nicht, wie gut dieses Entwicklerstudio jetzt ist, habe aber gehört, dass es wohl wirklich gut gewesen sein soll. Von daher hoffe ich doch, dass hier richtig was Schönes bei rauskommt. Es handelt sich dabei um eine Story, die sich um einen Meisterdieb dreht, wie jetzt der Untertitel des Spiels auch schon verrät, wie auch immer. Verrate ich also auch nichts Neues. Das spielt, glaube ich, in den 60er Jahren und wir können bislang nur das erste von drei Kapiteln spielen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Hier. Kapitel 1 ist seit heute verfügbar. Die anderen Kapitel werden dann in den nächsten Monaten noch freigeschaltet. Ich glaube, irgendwann Mitte August kommt dann Kapitel 2 dazu. Bei der Geschwindigkeit, mit der ich Let's Play, ist das, glaube ich, vollkommen egal, weil ihr seht ja bei anderen Projekten von mir, wie lange das dauern kann unter Umständen, weil ich ja auch ein bisschen anderweitig eingebunden bin im Real Life, falls das dem einen oder anderen was sagt. Ja, und damit würde ich sagen, legen wir einfach los. Ein Wort noch von weg. Bezüglich der Grafik des Spiels. Ich habe leider wieder einmal, wie es meistens bei mir so ist, die Grafikeinstellungen ganz, ganz, ganz weit runterschrauben müssen. Selbst die Auflösung musste ich übelst weit runterschrauben, damit das Ding überhaupt irgendwie flüssig läuft. Also seht's mir nach, dass jetzt ich da alles irgendwie nach unten gesetzt habe und die Grafik vielleicht nicht die beste ist. Ist ja auch nicht das Wichtigste in einem Adventure. Ich wollte es bloß vorneweg sagen, damit jetzt niemand denkt, hat ja eine blöde Grafik, das Spiel ist ja schließlich neu. Und damit würde ich sagen, los geht's, Kapitel 1, Spiel starten. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier so erwarten wird. Mal schauen. Des Raben. Kaum wird einer von denen erwischt, übernimmt seine Brut. Hey, Harold! Hast du das schon gelesen? Harold? 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 Hörst du? Das ist ein schlechter Zeitpunkt für Späße. Bleiben Sie ruhig, ich bin Polizist. Ich bin auf Ihrer Seite. Ein Polizist? Was machen Sie hier? Und wo ist Harold? Harold, da hinten liegt eine ohnmächtige Wache. Das könnte er sein. Das Auge der Sphinx. Wo ist es? Es ist da. Oh, gut. Dann hat er es noch nicht. Etwa der Erbe des Raben? Shh, machen Sie die aus! Er will den Stein stehlen. Aber woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir werden dem Dieb das Handwerk legen, verstanden?
Ja, aber... Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Sie und ich, Mann. Wir wären Helden. Gut, in Ordnung. Nun müssen wir... Was? Halt! Stopp! Sie sind verhaftet! Dürfen wir dann auch endlich selber ran. Also ihr seht schon, leider muss die Grafik da natürlich ein paar Ecken hinnehmen und so. Aber ist egal, will ich mich jetzt gar nicht allzu sehr drüber verlieren. Mich ärgert es einfach nur. Sorry. Gut, wir starten also ins Spiel. Wir haben gesehen, der Meisterdieb wurde vorgestellt und wir sind jetzt im Orient Express, was auch immer es damit auf sich hat, dass wir nun hier hinkommen. Aber wir werden es sicher noch herausfinden. Gut. Die kleine Kackbratze soll weggehen. Nein, natürlich nicht. Wie heißt du, Junge? Ich heiße Matthew Miller. Und wo kommst du her, Matthew Miller? Aus Dillsburg, Pennsylvania. Aber jetzt wohnen meine Mama und ich in England. Sie kümmert sich um eine alte, reiche Frau. Und gerade sind wir auf dem Weg nach Venedig. Dort wollen wir mit einem großen Schiff fahren. Beeindruckend. Du hast ja schon die halbe Welt gesehen. Ich habe mein ganzes Leben in der Schweiz verbracht. Klingt ziemlich langweilig. In der Schweiz, wie süß. Na gut. Und was ist mit der Waffe? Wozu brauchst du die? Ich bin der Rabe. Der ist totgeschossen worden. Also brauche ich jetzt eine Pistole. Tote Vögel brauchen keine Waffen. Lebendige auch nicht. Weißt du etwa nicht, wer der Rabe ist? Er ist der größte Einbrecher aller Zeiten. Er hat Bilder aus dem Louvre geklaut. Und diese ganz wertvollen Eier mit Gold und Diamanten. Und Bobby Dobb sagt, er hat die Kronjuwelen gegen Glassteine ausgetauscht. Ich weiß, wer der Rabe war. Auch wenn ich das mit den Kronjuwelen nicht ganz glauben kann. Weißt du, dass es heutzutage viel gefährlichere Einbrecher als den alten Raben gibt. Vor 2 Tagen wurde ein wertvoller Rubin aus dem britischen Museum gestohlen. Es gab eine Explosion. Eine Wache wurde dabei verletzt. Ehrlich? Tja, und weißt du, was die Presse schreibt? Sie reden zu viel, Wachtmeister. Zellner, Monsieur. Anton Jakob Zellner. Oder hat er Sie mit seiner Waffe bedroht? Nein, Monsieur. Abmarsch. Inspekteur Legrand, es ist mir eine große Ehre, mit einer Berühmtheit wie Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Wir sind der Schweizer Polizei dankbar für Ihre Unterstützung. Am besten bleiben Sie hier sitzen und behalten alles im Auge.
Wir wollen doch natürlich helfen, oder? Aber Monsieur, da gibt es bestimmt mehr, was ich tun kann. Ich habe gesehen, dass ein Tresor verladen wurde. Wir haben alles im Griff. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, Sie finden mich den Rest der Fahrt im ersten Transportwaggon am Ende des Zuges. Ich bin nicht hier, um die schöne Landschaft zu genießen. Ich bin ein guter Beobachter. Und ich habe mir eine scharfe Kombinationsgabe angeeignet. Mit dem da? Ich habe die Leute auf dem Bahnsteig in Zürich beobachtet. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mann dort ein Geigenspieler ist. Das wäre beeindruckender, wenn er keinen Geigenkoffer neben sich liegen hätte. Und ich glaube, dass der Herr im nächsten Waggon ein deutscher Arzt auf dem Weg nach Italien ist, der dort eine neue Stelle annehmen will. Wie kommen Sie darauf? Auf seinen Manschettenknöpfen ist ein Esculap-Stab eingraviert. Und er hat ein Wörterbuch bei sich, deutsch-italienisch. Vielleicht macht er Urlaub in Italien, wandelt auf Goethes Spuren. Zu viel Gepäck. Und nein, er will auch nicht seinen Ruhestand in Italien verbringen. Die Koffer sind zu schäbig, als dass ich glauben würde, dass er sich mit Ende 50 seinen Ruhestand leisten kann. Also schön, Wachtmeister... Zellner. Wachtmeister Zellner. Wenn Sie so ein cleverer Kerl sind, was tue ich hier im Zug? Rumstehen und hochwichtige Reden halten, glaube ich. Gut, schauen wir mal. Urlaub glauben wir eher weniger, er wird sicherlich was mit dem Tresor zu tun haben. Er sucht auch niemanden, er bewacht sicherlich etwas, nämlich den Tresor. Ich denke, Sie bewachen etwas. Aha, und das wäre? Na, was denn wohl? Das kann ich nicht wissen, aber es muss sehr wichtig sein. Wieso? Sie sind sehr wichtig. Man würde Sie nicht auf den Fall ansetzen, wenn es sich um eine Lappalie handeln würde. Mal angenommen, wir würden in diesem Zug tatsächlich etwas sehr Wichtiges transportieren und es wäre mein Job, für seine Sicherheit zu sorgen. Warum wimmelt es dann hier nicht von Uniformierten? Keine Aufmerksamkeit, eine Falle, mehr Männer sind unnötig, würde ich denken. Wir sind in einem Zug, niemand kann flüchten. In einem Zug werden nicht mehr Männer benötigt. Man wäre sich nur noch gegenseitig im Wege. Ich kann Ihnen versichern, dass ich jeden Sitzplatz in diesem Zug mit einem Polizisten füllen würde, ginge es mir um Abschreckung. Dann wollen Sie potenzielle Diebe also gar nicht abschrecken? Sie wollen ihn in eine Falle stellen? Das würde das Fehlen einer Armee erklären, Nespa. Allerdings weise ich jede Spekulation in dieser Richtung entschieden von mir. Naja, schon irgendwie beeindruckend. Aber je weniger Leute involviert sind, desto besser. Wir kommen ohne sie zurecht. Nein. Nein? Ich kann behilflich sein und ich werde behilflich sein. Sie befinden sich in meinem Land und ich bin abkommandiert worden, um Sie zu unterstützen. Genau das werde ich tun, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Clever und hartnäckig. Ihr Engagement ehrt Sie, Zellner. Aber bei diesem Fall habe ich das Sagen und ich brauche Sie nicht. Bon voyage. Aber woher wissen Sie das? Hallo. Du hast geschummelt. Was habe ich? Ich habe gesehen, wie du mit dem deutschen Arzt auf dem Bahnsteig gesprochen hast. Er hat dir alles von sich erzählt. Und du hast eben nur so getan, als hättest du richtig kombiniert. Und wenn schon, weißt du, wer das ist? Das ist Inspektor Nicolas Legrand. Den muss man beeindrucken, wenn man mit ihm zusammenarbeiten will. Ich werde ihm alles erzählen. Du würdest mich tatsächlich verpetzen? Und das an den Polizisten, der deinen Raben erschossen hat? Der war das? Hat den berühmtesten Einbrecher Europas gejagt und getötet. Das war der Start seiner Karriere. Dem werde ich nichts erzählen. Würde ich auch nicht. Also gut, Matthew. Ich muss jetzt arbeiten. Alle nennen mich Matt. Naja, außer meine Mom. Die sagt Matty zu mir. Als wäre ich noch ein kleines Kind. Ob Legrand mich dabei haben will oder nicht, ich werde die Augen offen halten. Vielleicht kann ich seine Meinung ändern.